liebe Freunde, wo sind die Fans vom Hackerfest-Zelt? Wo sind die Freunde des Oktoberfestes? Genauso muss das sein, aber wie es so ist, jedes Jahr, alles hat ein Ende, auch dieses Mal. Wir wissen, 2019 ist auch schon Geschichte. Im Namen der gesamten Wirtsfamilie Reuderer, herzlichen Dank vom Toni, von der Christel, von der Gina und vom Thomas. Dankeschön für den Besuch in den letzten Tagen. Ihr wart großartig. Wie ist die Stimmung? Genauso muss das sein. Das Herz ist schwer und der Geldbeutel ist leer, aber nächstes Jahr gibt es definitiv wieder ein Oktoberfest. Thomas, komm ganz kurz nach vorne. Was wollen wir den Menschen noch auf ihrem Weg nach Hause mitgeben? Ja, hoffentlich, dass ihr bald wiederkommt. Es war wunderschön mit euch. Ich möchte mich bei meinem ganzen Team bedanken. Ihr habt so gut für uns gearbeitet. Es hat alles so gut hingehabt. Vielen lieben Dank und bis bald wieder. Und Dankeschön nochmal alle, die im Hintergrund mitgearbeitet, mitgewirkt haben. Natürlich Dankeschön auch an die Brauerei, an die Steinfernes hier von Hackabschur. Ich glaube, eine schöne Wiesn, alles gut gelaufen, wir können zufrieden sein. Es war eine großartige Wiesn, der Himmel weint, weil es zu Ende geht. Aber wir feiern hier die letzten Minuten. Ein großes Dankeschön an die Familie Reuderer, das ganze Team vom Hackerfestzelt. Aber insbesondere an euch, ihr lieben Gäste, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid. Danke. Also Freunde, wir sind live im BR-Fernsehen bei Claudio Fingerherb und Tom Meiler. Und hier sind nochmal die Cagey Shrinks zusammen mit den Kirchdorfern. Und jetzt geht's Sierra Madre. Bis nächstes Jahr auf der Wiese. Auch schon wieder. Wir nähern uns dem großen emotionalen Heulefinale, dass es vorbei ist. Während jetzt noch Andreas Steinfahrt und die Wirtsfamilie Reuderer Servus sagt und sich bedankt, haben hier alle Sternenschleier bekommen, Wunderkerzen. Ich muss das filmen. Jetzt nehmen wir alle gemeinsam Abschied von der Wiesn 2019. Es war super, es war sensationell. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Unglaublich. Und jetzt gibt es Gänsehaut pur. Genießen Sie es einfach, wie wir es genießen, und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder auf der Wiesn. Nach der Wiesn ist vor der Wiesn. 349 Tage haben wir auszuhalten. Bis dann. Servus, schöne Nacht hier im BR-Fernsehen. Viel Spaß noch bei Blickpunkt Sport. Bis zur Wiesn 2020. Der Abendfriede nur kennt. Schau die Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. Yeah.
für den Besuch im Himmel der Bayern. Großer Applaus nochmal für die Jungs von den Rollen. Herzlichen Dank an die Kirchdorfer, an die Katie Strings, an alle, die mitgemacht haben, an die Security, Küchenbedienung und alle, die so viel gewertet haben in den letzten 16 Tagen. Ein großartiges Fest. Und ich glaube, liebe Leute, wenn der Himmel der Bayern irgendwo zu Hause ist, dann ist er hier im Hackerfest. Deswegen ein schönes Jahr.